Geht voll ab, ey. Yippie! Kanzler, es gibt ein Problem. Na, lass mich raten, wahrscheinlich ist die Königin verschwunden oder so. Hey, ich bin der Hellseher, hey! Ihre Majestät ist spurlos verschwunden. Wir haben den Palast und die Stadt abgesucht, aber sie ist nirgends zu finden. Steckt vielleicht Hanma da finden? Was? Was rede ich denn da? Hanma dahinter? Mann. Was sagt ihr da? Hi. Außerdem hat uns gerade die Nachricht erreicht, dass der große Strudel bei den unendlichen Tiefen verschwunden ist. Verschwunden? Na. Was hat das zu bedeuten, Cecilius? In den unendlichen Tiefen befindet sich die Wächterstätte unseres Wächters Dranaga. Um den Eingang zu den unendlichen Tiefen zu blockieren, beschwor ihre Majestät den großen Strudel. Mit anderen Worten, nur sie allein kann ihn auch aufheben. Also ist es wahrscheinlich, dass die Königin zu den unendlichen Tiefen aufgebrochen ist. Ja, aber wozu? Es gibt keinen Grund, weswegen sie die Stätte aufsuchen sollte. Ich habe ein ungutes Gefühl. Hamna wird doch nicht... Ich auch. Wir sollten ihr besser folgen. Yes. Lasst uns so schnell wie möglich zu den unendlichen Tiefen aufbrechen. Genaueres können wir auf dem Schiff besprechen. Ich danke euch. Ich dir auch. Neuer Tagebucheintrag, die verschwundene Königin. Cool, neue MacBook-Einträge. Hey. Na? Was soll denn das? Irgendwie sind die Flossdaten total aufgescheucht. Flossdaten. Total aufgescheucht. Ich habe gehört, wie sie irgendwas von wegen Königin geredet haben. Ah, Daumen nach oben. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir müssen ans Meer. Also würde ich sagen, einmal unmittelbare Nähe. Und dann gehen wir zu diesem fetten Strudel, den wir schon gesehen haben, bevor wir nach Quastenfloss gekommen sind. War hier der Strudel? Wahrscheinlich, ne? Unendliche Tiefen. Legen wir los. Oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Ha! Ich fühle mich hier wie bei Ariel, die Meerjungfrau. Und gleich geht die Musik los. Was? Entschuldigung, ich zerstöre gerade ein bisschen die epische Musik. Uha, man kann durch die Löcher in der Wand das Meer sehen. Dienen die Blasen etwa der Isolierung? Was für ein mysteriöser Ort. Die Stätte befindet sich auf dem Meeresgrund. Wenn dieser Hanma wirklich etwas damit zu tun hat, müssen wir uns beeilen, bevor etwas Schlimmes passiert. Es ist schon ein mulmiges Gefühl, so am Meeresgrund herumzuspazieren. Da gebe ich dir mal sowas von recht, Shanti. Hier können wir wieder looten. Neuen Kram. Kraut. Denn 50 Meter Tiefe. Mein Gott. Jetzt müssen wir ganz weit nach unten. Ich ahne das schon. So, speichern wir hier nochmal. So. Ja, bitte eine Süßbeere. Die sehen fast aus wie Erdbeeren. Ein Stück Butter. Natürlich, das kann man gut kombinieren. Alter, geht's da tief runter. So tief hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ich kann weder Stufen noch eine Leiter sehen. Wie sollen wir so nach unten kommen? Keine Sorge, es gibt da eine Möglichkeit. Verwenden wir die Sprudelschnecke dort drüben. Was sollen wir denn mit einer Schnecke ausrichten? Wartet's ab! Die wird uns den Fort sprudeln. So, ich möchte mich aber erstmal... Was war das da? Achso, ein Speicherpunkt. Der Speicherpunkt. Genau deswegen möchte ich mich hier umgucken, weil es hier ganz viel Kram zum Looten gibt. Ein neuer Ort und noch mehr Loot. 5 Brocken Silbererzen, das hat sich doch gelohnt. So. Wechseln wir mal auf Rolando. Rolando Desca. So, solche Korallen sind sehr empfindlich und lassen sich daher leicht zerbrechen. Ach ja? Die kann man zerbrechen? Tatsache.
Hui! Da kriegt man Korallen draus. Sehr schön. Die brauchen wir auch für unsere Attacken. Um unsere Attacken auszubessern, genau. Alter, was ist denn los? Geil, Mistvieh. Sterbt, sterbt. Sterbet, ihr Mistviecher. Lebt noch was? Nö, sehr gut. 40 Gulden, immer her damit. Immer her damit. Kann ich die alle kaputt machen? Nö, das war auch keine Koralle. Eine Süßbeere. Kann ich die kaputt machen? Nö. Aber die kann ich kaputt machen. Das sollte ich auch machen. Und ich möchte gerne die Korallen haben. Kann ich dich kaputt machen? Nö. Jetzt weiß ich immer nie, was ich kaputt machen kann und was nicht. Das ist gefährlich. Und wie kann uns diese Sprudelschnecke helfen? Das ist hier die Frage. Besonders aktiv sieht sie ja nicht gerade aus. Wir brauchen die Hilfe eines Knuffis. Ich werde euch den nötigen Zauber lehren. Dreht euch zu mir. Dieser Propellerklee sieht auch nicht sonderlich hilfreich aus. Ah, du hast Wassermax erlernt. Ey, ich bin Wassermax. Es geht wahrscheinlich schneller, wenn ihr es direkt selbst ausprobiert. Probiert den Zauber an der Sprudelschnecke aus. Voll cool. Oh mein Gott. Ja, Knuffi-Time. So viel Wasser. Mit diesem Zauber verzehnfacht die Kraft der Knuffis den Wasserstrom und bildet Wasserwege. Damit kommen wir sicher bis zum Grund. Okay, ich würde sagen, wenn ihr nichts weiter vorhabt, gehen wir zum Grund, ne? Auf zum... Geil, das muss ja Spaß machen. Genau, Achterbahn fahren. Okay. Kriegen das hin. Ich habe Vertrauen. So, Sternsalz, Butter, Alter. Das ist eine richtige Kochshow hier, Alter. Roland, lass dich doch nicht einfach so treffen. So, am besten du tötest das, was noch lebt, Roland. Bam. Vielen Dank. Unreine Seitenslippers. Schreibt auch gleich ungewaschene Seitenslippers. Viel besser. Dann weiß man sofort, womit man es zu tun hat. So. Okay, da will ich noch nicht hin. Aber schön, dass sie da ist. Ich möchte mich natürlich erstmal hier auf der Ebene umsehen. Das tut man so an einem neuen Ort. Boah, geil. Danke. So, zack, die Bohne. Um dich da hinten kümmern wir uns auch noch. Hui! Ja, klar, wen willst du damit treffen, hä? Wen willst du damit treffen, hä? 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 Mistvieh! So, gib mal her. Danke, 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 danke. Vielen Dank für die Blumen. So. Da ist noch eine wasserwerfende Stärke, aber da hätten wir doch auch eine. Dann nehmen wir erstmal die, auf die unsere Charaktere nicht reagieren. Wahrscheinlich ist das nicht die, die wir benutzen müssen. Und da wird wahrscheinlich... keine Ahnung, ich hoffe, da wird eine Truhe auf uns warten oder so. Okay. Wassermax. So, wo führt die hin? Die führt nach oben. Nein, nicht runterfallen. Können wir runterfallen? Hui, ja, das macht Spaß. Voll geil. Hä? Aber warum ist denn da oben der Stern? Wir müssen doch nach unten. Oder ist das da oben einfach nur die... Ach, das ist die obere. Okay, da müssen wir gar nicht hin. Hä, aber warum konnten wir denn überhaupt hier hin? Okay. So, Roland, du willst ja nicht nur den ganzen Spaß alleine haben. Der gute Evan soll auch mal fahren. Hui! Ja, das macht Spaß! Kavui! So. Schalalalalalalala. Können
Können wir hier rauf? Können wir die kaputt machen? Nö. Muss dran denken, dass ich die Korallen kaputt machen kann, die gerade nicht hier sind, aber... Okay, ich nehme an, Shanti will auch nochmal fahren. So, Wassermax. Hui, ja. Geht voll ab, ey. Yippie. Voll geil. So. Wo waren wir denn? Wo wollen wir hin? Ist hinter dem Wasserfall etwas? Nö, da könnte eine gute Truhe sein. Das wäre doch ein gutes Versteck gewesen. Allgemein ist hier ein gutes Versteck. Pack doch da was hin! Killers Leute. So, von da sind wir gekommen. Also können wir da hoch? Da ist dann die nächste, die uns da rüberbringt. Oder runter? Bringt die uns hoch oder runter? Darüber bringt die uns. Okay, wir sehen uns erstmal hier um. Nein! Das war schlau. Ah, naja, wir hätten auch sterben können. So. Wie sind wir denn jetzt da hochgekommen? Bin ich doof? Ich will die Truhe haben. Wie kriege ich die Truhe? Ah, können wir da rüberspringen? Banzai! Nö. Hätte ja klappen können. Vielleicht mit einem etwas agileren Kameraden. So, pusten wir euch mal weg, ihr kleinen, miesen Mistviecher. Haha. Hui. Ich fühle mich wie Mr. Krabs bei SpongeBob, als er diesen... Ich weiß, warum fängt er jetzt von SpongeBob an? Hat er eigentlich gelitten, dieser Frosch? Ja, Entschuldigung, es ist hier gerade so ziemlich so wassermäßig und deswegen, keine Ahnung, komme ich darauf. Deswegen kommt Ariel die Meerjungfrau und deswegen auch SpongeBob. Also ich meine jetzt, wo Mr. Krabs diesen ganzen untoten Friedhof auseinander nimmt, um die Mütze von, wie hieß er? Smitty Würben, Jaggerman Jensen oder wie er hieß, zu holen. Ja, ich weiß. Und nein, ich kenne nicht alle Folgen auswendig, ich kenne nur die alten. Die neuen gucke ich nicht, keine Ahnung. Nicht, dass ich da Zeit für hätte. Was war das gerade? Blauwurz? Hell, was? Warum hat Roland gerade so geleuchtet? Wahrscheinlich gerade ein voll seltenes legendäres Item aufgesammelt und ich habe es nicht mitbekommen. So, einmal pieksen und dann, ja, sind wir tot. Du, da ist, keine Ahnung was. Was ist das? Können wir da hoch? Da können wir hoch. Können wir hier hoch? Warum wird das Ding angezeigt? Hier auf der Karte? Das ist suspekt. Die Truhe ist es ja nicht. Ha. Flakon Allheilmittel. Was hat's damit auf sich? Wir können es nicht kaputt machen. Ich weiß, der Frosch will immer, immer alles kaputt machen, aber... Hey. Ihr würdet dasselbe machen. So, Wasserparty. Boah, das war aber ein ruhiger... Der ist aber ruhig aufs Wasser aufgekommen. Welche haben wir denn jetzt aktiviert und welche nicht? War das die? Ne, die war das, ne? Genau. Los, Roland! Hui, ja! Voll Wasserparty hier, Alter. So, hier erwartet uns noch eine Truhe. Wunderschön, hier kriegen wir einen Glimmerstab. Perfekt für jede Prinzessin. So, können wir hier hoch? Sieht immer so aus, als könnte man hier einen Jump'n'Run machen, ey. Ist halt so. Ha, okay, wir können hier wahrscheinlich runter? Wie sie alle runterspringen. Yes, okay. Okay, wir machen das. Na komm. So, dich haben wir weggedimensioniert. Sehr schön. Kram einsammeln. Sehr schön. Ein wunderschöner Freund. Hallo. Wie geht es dir? Ah, Mann. Hier gleich alles explodiert.
Ihr kleinen dummen... Ich sollte ihn... Ich sollte den dicken Kollegen da hinten im Auge behalten. Sonst rennt er irgendwie auf einen zu und will dann angreifen. Man sieht es nicht. Tja, das hast du nicht kommen sehen, was du Mistvieh? Hä, Dunkle Rappel, ach ja, geil, immer her damit. Gib mir den Loot. Der mir ja so gut tut. So. Ah, ne, da konnte... Schon alles aktiviert, ich weiß gar nicht... Ich weiß... Bett. Hallo. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt schon aktiviert haben und was nicht. Problem, die da hinten haben wir noch nicht aktiviert, ne? Das ist... Doch, das ist eine. Okay. Wird natürlich auch markiert. Wasser, Max! Es ist magisch. Auf nach unten! Hui! Ja! Tritra Trollala. Hallöchen, Leute. Wie geht's? So. Kämpfen wir! Ja! Zack, Alter! Evan! Du geile Sau. Du bringst die alle hier richtig schnell um. Finde ich gut. So. Wo gab's denn hier noch was? Hier gab's was. Ein Häufchen Sternsalz. Ich erwarte noch einen Schnellreisepunkt. Okay. Ich spreche Wassermax. Hallo Wassermax. So, boah, hier gibt's viel zu tun. Okay, das ist die, die wir als letztes besuchen gehen. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Hui! Okay, was bist du? Neuer Gegner? Ich glaube ja, ne? Ein Sterntakel! Hallo Sterntakel, weg da! Schnell, nein, 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 nein! Alter! Lass mich doch hier weg! Ich komm hier nicht weg! Mistvieh! So, hauen sie ab, Kollege. So, Heilung ist, glaube ich, nicht nötig. Wir erreichen sowieso gleich ein neues Level. So. Ja, den werden wir immer noch nicht benutzen. Das machen wir erst gleich. So. Ach, Evan. Mann, hat Shanti mehr Erfolg. Du musst da raufspringen. Ich will. Wir können nicht zurück, ernsthaft? Ach ja. Wow. Die Kräfte der Physik lernst du auch noch kennen. Wäre auch geil, dass wenn man nass ist, dass man hier noch die Regentropfen sieht. Wie die hinter einem hergezogen werden. Total toll. Wie lange bleibt denn dieser Effekt? Wahrscheinlich die ganze Zeit. Gut. Ich hoffe, das führt uns jetzt nicht nach unten, weil ich würde gerne wieder zurück. Okay, bleibt nicht lange. Wieder nach oben! Ja! Legen wir los! Hui! So. Mist. Keine MP, keine MP. Nicht gut. So. Da. Da hinten sind ein paar hundert Gegner. Hier sind wir wieder beim Wasserfall. Wobei hier eigentlich alles aus Wasserfällen besteht. So, nein, das tust du nicht. Töte ihn doch einfach. Sie. Dankeschön. Zu gütig. Der Roland hat's kapiert, der weiß, wie man das machen muss. Hä? So. Hier wollen wir überall schon. Okay, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Hui! Hui!
Juhu! Hauptsache Roland hört man nie. Das ist schon merkwürdig. Damit kommt man rüber. So, und hier war die, die wir benutzen mussten. Aber kommt man da auch irgendwie da oben hoch? Ich habe irgendwie den Wunsch. Vor allem auch da oben ist ein, ne? Du wisst schon Bescheid. Da muss man auch irgendwie hochkommen. Komm, hier ist noch irgendwo ein Mischelchen. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Was machen denn hier Uhus, bitte? Okay, gehen wir hier runter, würde ich sagen. Ja, komm. Wenn du unbedingt zuerst sterben willst, dann bitte. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Könntest du... Ja, wow, die Attacke ging einfach daneben. Super. Finde ich voll geil, danke. So, wo geht's jetzt hin? So. Da oben, hä? Ach so, wir sind runtergegangen, natürlich. So, was gibt es hier? Eine Riffmuschel? Eine Truhe irgendwo? Nö? Okay. Wassermax! Legen wir los. Hui! Ein Haufen Loot, aber ist ja egal. Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Oder waren wir schon mal hier oben? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, könntest du einfach da runterspringen, Roland? Ich möchte gerne die Truhe haben. Das ist sehr liebenswürdig von dir. So, wir finden hier ein paar dichte Strandlatschen. Ich glaube, die werden hier nicht wasserdicht sein. Macht euch da mal nichts vor. Alter, geht's da tief nach unten? Oder geht's da tief nach unten? Nö. Hätte sich eingebildet. Aber das hier ist ja eigentlich die perfekte Gegend, so für einen Frosch, so eine Feuchtbiotope. Da fühle ich mich heimisch. So, bringen wir sie um. Ich glaube, die hätten wir gar nicht angreifen müssen. Naja. Egal. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal nach unten. Hören die nach einer Weile auf? Oder haben wir die echt noch nicht benutzt? So. Hui, Alter, wie das schon aussieht hier überall. Wir sind schon ziemlich tief vorgedrungen. Man sieht es, ja? Das ist ja schon wie bei Made in Abyss. Fehlen nur noch die Monster. Also die... Ja gut, hier gibt es auch Monster. Okay, das war kein Argument, Ligas. Das war kein Argument. Ja, ich meine die monströsen Monster. So, das ist die letzte, die wir benutzen. Mal wieder. Ah, hier gibt es so viel zum Ansehen. Wassermax, na los. Hui. Wo kommen wir damit hin? Da hoch. Nein, ich will nicht da hoch. Oh. Vor allem jetzt müssen wir... Wir sollten vielleicht mal... Mann. Ach, Mann. Vor allem jetzt sind wir einfach wieder hier. Na egal, ich wollte einfach hier hin. Ich wollte noch meinen Loot mitnehmen. So.